Bullseye. So, herzlich willkommen jetzt hier zum nächsten Player Review und heute gucken wir uns Third in Form Dina Talan. Er hat inzwischen ein 88er Overall Rating, das ist schon ziemlich gut. Hat er jetzt leider in FIFA 15, wie manche schon wissen, ein heftiges Downgrade gekriegt auf 78, glaube ich. Und ist bei weitem nicht mehr so gut wie jetzt, aber erstmal zu seinen Card Stats. Die sind 89 Tempo, 92 Dribbling, 94 Schuss, 84 Passen. Dazu ist er nur 1,70 groß, hochkriegen Arbeitsraten. Force Weak Foot, Force, das geht's. Kostet circa 800k, das ist schon nicht ganz so wenig, trifft dann dafür aber auch recht gut in 4 Spielen, 15 Tore, ist schon mal nicht ganz so scheiße, aber schauen wir mal schnell auf seine Ingame-Stats und ja, die belegen, woher diese 15 Tore in 4 Spielen kommen, und zwar einfach alles unnormal geil sieht das aus bei seinen Ingame-Stats, aber naja, was macht denn Third Inform die Naturale denn so auf dem Platz? Also muss erstmal sagen, sein Tempo, 89 Tempo, war ja früher noch Pace-Hurier, glaube ich, aber das merkt man auch, 89 Tempo, der läuft einfach ein, da weg, und ist einfach echt fast uneinholbar, der läuft jedem Verteidiger im Prinzip davon, deswegen, das Tempo ist schon mal ziemlich, ziemlich geil, dazu mit 92 Dribbling auch eine perfekte Ballbehandlung, bei Ballannahmen klebt ihm der Ball am Fuß, einfach sensationell, Skills, seine Forster-Skills, Forster-Weakfoot natürlich wie immer sehr, sehr positiv, aber seine Forster-Skills kann er mit seinem Dribbling auch perfekt ausführen, da hat man eigentlich nie ein Problem mit. Dazu ist er sehr, sehr abschlusssicher, also vor allem im 16er spricht das jetzt an, mit einem Finesse oder auch mal mit einem ganz normalen Schuss, hatte der im 16er kein Problem, irgendwie den Ball ins Tor zu bekommen. Dazu dann noch geile Longshots, also auch aus der Distanz. Kann man ohne Probleme mit ihm abziehen. Da zieht er so 2-3 geile Tore. Da kann man echt nicht meckern. Dazu hat er noch ein perfektes Stellungsspiel und dazu noch perfekte Laufwege. Klar, hochgeringe Arbeitsraten. Dazu hat er ja auch Positioning, irgendwas im hohen 90er Bereich. Das merkt man auf jeden Fall. Steht immer richtig, läuft immer richtig, ist immer anspielbar. Und ja, man kann einfach ohne Probleme mit ihm so geile Aktionen wie hier rausspielen. Und dann verwertet die auch mit seinem geilen Abschluss souverän. Dazu ist auch noch so ein sehr mitspielender Stürmer. Hat er mit, wie viel waren es, 82 Passen, 84 Passen, ein echt gutes Passspiel. Kann seine Mitspieler auch ohne Probleme einsetzen. Und das ist schon ziemlich nützlich in vielen Situationen. Also seine Passquote ist sensationell gut. Sein einziger negativer Aspekt ist, dass er klein ist und damit auch sehr, 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 sehr körperschwach. Also, wenn er nicht so ein gutes Dribbling hat, wird er pausenlos den Ball verlieren, aber ja, mit seinem Dribbling ist das nochmal ein Stück besser, aber er ist schon echt schwach. Man muss ihn echt versuchen, mit seinem Tempo schnell aus den Zweikämpfen rauszuhalten, weil in Zweikämpfen selbst verliert er dann ohne Probleme, also der Gegner hat dann keine Probleme, ihm den Ball abzunehmen. Also echt, seine Körperstärke ist ziemlich ranzig, aber er ist halt eine lebende Legende, der Antonio Di Natale. Es ist echt schade, dass er bei FIFA 15 jetzt so gedowngradet wurde, was ich auch irgendwie nicht verstehe. Vor allem jetzt zum Ende 3 Informs in der Saison und dann kriegt man so 6 Overall-Stats Downgrade. Ja, verstehe ich jetzt nicht ganz so. Er wird halt älter, hat auch so ein heftiges Pace-Downgrade gekriegt, war ja noch bei FIFA 12 über 90, glaube ich, weiß es gerade nicht ganz genau, auf jeden Fall mindestens hohe 80er Bereich, jetzt hier ganz normaler 80er Bereich, finde ich auch ziemlich in Ordnung, aber jetzt irgendwie, was hat er jetzt, 78, also 75, 74, keine Ahnung, das ist schon irgendwie sehr, sehr, sehr suspekt, zumindest mir, aber naja, EA wird sich dabei was gedacht haben, ach nee, ist EA, also wird sich nichts dabei gedacht haben, aber ist auch egal, soll es auch gleich das Thema sein. Auf jeden Fall Third Inform Di Natale in FIFA 14 nochmal ein geiler Spieler zum Ende hin geworden. Kann man nicht meckern, ich habe richtig viel Spaß gehabt. Aber was gibt es noch zu sagen? Genau, das ist übrigens eins der letzten 3 Videos in FIFA 14, weil meine PS3 ist auf dem Weg irgendwo hin. Hab's jetzt verkauft, also zumindest ist es auf dem Weg zu verkaufen. Xbox steht schon bei mir im Regal, das Problem ist jetzt bei mir nur noch, ich habe kein Aufnahmeprogramm, ich brauche die Elgato Game Capture, weil HDPVR kann man die Xbox One und PS4 nicht mehr aufnehmen. Ist nicht gut, also eigentlich ziemlich scheiße. Deswegen muss ich jetzt noch warten, bis meine PS3 dann verkauft ist und meine HDPVR, dann kann ich mir erst die Elgato holen. Ich hoffe, das geht irgendwie vor dem Release von FIFA 15 natürlich. Aber bis dahin kommen jetzt noch mit dem Video, jetzt die Natale kam jetzt kommen noch 2 Videos dann im Laufe der Woche.
Und dann muss ich gucken, wie ich da irgendwie Videos raushaue. Ich werde zu WebApp wahrscheinlich irgendwas machen. Da brauche ich ja dann kein Aufnahmegerät mehr für. Deswegen kann ich da irgendwas bringen. Ja, aber halt so videotechnisch habt ihr auch schon in den letzten Tagen gemerkt, ist es so ein bisschen dünner geworden, weil halt alles so auf Xbox One hinauslief. Und ja, die ist jetzt wie gesagt da und da werdet ihr jetzt in Zukunft dann, jetzt kommen noch zwei PS3 Videos, dann wahrscheinlich irgendwas zur Web-App und ja, dann geht's auch schon mit Xbox One los. Das war's eigentlich, was ich noch sagen wollte. Hatte noch gut Zeit, weil der Idiotale gute Szenen gesammelt hat in den 4 Spielen, deswegen konnte ich mir die Zeit mal kurz nehmen. Sind wir mal positive und negative Aspekte und im Endeffekt kriegt er von mir eine 9,8. Ja, ist solide, finde ich. Kann man jetzt sagen, Antonio Di Natale, Third Inform, 9,8, geiler Spieler, wer sich nochmal leisten kann zum Ende von FIFA 14, soll es tun. Das war's von diesem Player Review, ich hoffe, es hat euch gefallen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage vorübergehend zumindest nichts mehr, sondern nur noch ciao.